Ausflug mit. Hier wollen wir uns ein bisschen Mittelmeer-Feeling hier an die Alz holen. Hier haben wir Scampis mitgebracht und Oliven und Kapern und da wollen wir uns jetzt ganz leckere Scampis auf der Pushbox machen. Bin schon gespannt, wie es schmeckt. So, eine kleine Pfanne mitgebracht. Jetzt erhitze ich mir erst einmal das Öl. Ich nehme da immer ganz gern Olivenöl, kalt gepresst. Finde ich persönlich am besten. So, gebe ich die Scampis ohne Gewürze hier rein. Die brate ich mir jetzt hier kurz einfach mal scharf. So gut wie es geht von allen Seiten an. Ist irgendwas? Schaust du skeptisch? Johannes, was ist das Feines? Mir mengen wir das nicht, gell? Doch, am Johannes wird es auch schmecken. Ja, ich bin nicht hinter der Kamera. Die Kameraführung hat der Wolfi übernommen. Der neue Lakaien von der Vanessa, der in Zukunft durch die Wälder mit dir ziehen und deine Kochvideos machen. Es ja, gibt's. Der Wolfi würdigt das wenigstens, das schmeckt. Also ich nehme es nicht, muss ich ehrlich sagen, aber ja. Aber es zeigt wie die Sau auf der Buschbox, gell? Ja. Brutal. Das geht schon verdammt fix. So, hier habe ich meine Mischung aus Oliven, Kapern, Olivenöl, Salz, Pfeffer, bisschen Zitronensaft. Wer möchte, kann noch Knoblauch dazugeben. Das kommt jetzt hier einfach mal mit drüber. Und jetzt, weil es ist immer eine Gefühlssache, so zwischen 5 und 10 Minuten braten wir das Ganze jetzt nochmal an. So, es ist fertig, schön braun gebraten und ganz rosa angebraten. Lassen wir uns das jetzt mal schmecken. Ich hoffe, ihr habt Appetit bekommen und macht es mal nach. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Pfiat euch! Also das Scampis muss man schälen. Es gibt irgendeinen Trick, dass man die Schale auf einmal runterbringt, aber ich weiß nicht mehr wie. Hey Leute, ich sag euch was. Schaut mal her. Super, oder? Was soll jetzt da noch dagegen sprechen? Das Leben kann so einfach sein. Klick und aus, oder?